An den Märkten gibt es einen Konsens, der Dollar wird abwerten. Warum? Weil die Inflation in den USA weiter fallen wird. Also wird die Fed früher oder später die Zinsen senken. Und auf der anderen Seite in der Eurozone dürften die Zinsen weiter steigen. Die EZB muss nachziehen. Die Zinsen im Euroraum ja nur 2%, in den USA bereits 4,5%. Also hat die EZB noch mehr Luft für Zinsanhebungen, um der Inflation zu begegnen. Dementsprechend alle Short dem Dollar gegenüber und Long im Euro, weil man sich sagt, naja, die Eurozone ist noch nicht mal in eine Rezession abgerutscht. Also ist das der Consens Trade, und Abwertung des Dollars bedeutet fast 1:1 steigende Aktienmärkte, und ein starker Dollar bedeutet fallende Aktienmärkte. Und das haben wir jetzt bei dieser Rallye innerhalb des noch intakten Bärenmarktes gesehen. Der Dollar ist deutlich schwächer geworden, die Aktienmärkte sind gestiegen. Aber jetzt gerät dieser Consens Trade so ein bisschen in Gefahr nach einem Bericht von Bloomberg, der sich auf Insider innerhalb der EZB beruft, die namentlich nicht genannt werden wollten, aber der Nachrichtenagentur offenkundig so ein bisschen die Gedankenspiele innerhalb der EZB mitgeteilt haben, nämlich, dass man wahrscheinlich jetzt im März die Zinsen nochmal um 0,5% anhebt will, im Februar, aber dann wahrscheinlich nur noch 0,25% Schritte machen wird, ähnlich also wie die Fed, und damit entfällt so dieses Momentum, dieses bullische Momentum, das die Marktteilnehmer gegenüber dem Euro gehabt haben. Und wie gesagt, was ist, wenn der Dollar jetzt wieder aufwertet? Dann geht das ja in der Regel 1:1 einher mit fallenden Aktienmärkten. Jedenfalls haben wir in Reaktion zunächst mal steigende Aktienmärkte gesehen. Der DAX über die Marke von 15.200 Punkten, der S&P 500 über die so symbolisch wichtige Marke von 4.000 Punkten deutlich drüber, dann aber wieder drunter gefallen, obwohl die Rate Hike Expectations in der Eurozone März, also dann bei der übernächsten Sitzung der EZB, deutlich unter Druck gekommen sind, nach unten gegangen sind, und das hat die Renditen weltweit nach unten gebracht. Hier unten sehen Sie mal die verschiedenen Laufzeiten der US-Staatsanleihen, auch deutlich gefallen, die Renditen. Dementsprechend zunächst mal Grund für Jubel, aber denkt man mal ein bisschen um die Ecke und denkt man an den US-Dollar, und dann könnte das vielleicht doch ganz anders laufen. Wie gesagt, das ist der Consens Trade, Dollar Shorts. Das ist der absolute Lieblingstrade an den Märkten, der verbunden ist mit einem Long Trade auch bei Aktien. Und jetzt eben dieser Bericht, der sagt, naja, so wahnsinnig viel, so große Schritte werden da nicht mehr kommen. Und das, obwohl uns EZB-Mitglieder wie Isabella Schnabelina doch kürzlich noch gesagt haben, ja, die Zinsen müssen noch deutlich und stetig steigen. Eigentlich war allen klar, ja, mindestens die nächsten beiden Sitzungen 0,5%. Das scheint jetzt zumindest bei der übernächsten Sitzung so ein bisschen abgeräumt zu sein. Und bums, der Euro ist zum Dollar gefallen unter die Marke von 1,08. Und dazu kommt jetzt noch das, was Reuters hier berichtet. Die haben nämlich, es gibt nämlich eine Umfrage unter den EZB-Mitarbeitern, den sogenannten Staff. 1600 wurden da befragt, und es wurde gefragt, naja, wie ist denn euer Vertrauen in die Führung der EZB, vor allem wie ist euer Vertrauen in Frau Lagarde? Und die hat da katastrophale Werte bekommen, die praktisch zeigen, dass Frau Lagarde überhaupt keine Autorität innerhalb der EZB hat, dass die Mitarbeiter der EZB nicht wirklich Vertrauen in sie haben, in andere Führungsmitglieder auch. Das liegt zum einen daran, weil die EZB-Führung ja diese Inflation verpennt hat, dann sie als vorübergehend bezeichnet hat, um dann Vollbremsung mit Zinsanhebungen machen zu müssen. Das ist ja der schnellste Zinsanhebungszyklus der EZB seit ihrem Bestehen. Aber es zeigt, dass sozusagen hier die EZB ein massives Führungsproblem hat. Frau Lagarde ist angeschossen, sie ist unsouverän, sie liest, wenn sie dann eine Presse Konferenz macht, erstmal vom Teleprompter ab, man hat das Gefühl, sie ist manchen Fragen nicht so wirklich gewachsen. Das alles ist letztendlich ein Autoritätsverlust für die EZB, und wenn jetzt die EZB-Mitglieder in den letzten Tagen und Wochen gesagt haben, Mensch, was werden wir noch die Zinsen anheben, um die Inflation zu bekämpfen, und das jetzt so ein bisschen aufgeweicht wird, dann wird auch das wieder Vertrauen in die EZB letztendlich nicht gerade stärken, und das könnte Konsequenzen haben. Hier hat ein Kommentator auf Finanzmarktwelt geschrieben, alles hängt im Endeffekt von der Schwäche oder Stärke des Dollars ab.
Wenn man die Dollarhochs mit den Hochs des WIX oder des VDAX vergleicht, dann stimmen diese überein. Auch Gold und Indizes steigen auf Hochs, wenn der Dollar seine Tiefs markiert. Ganz einfach, falls der Dollar wieder erstarken sollte, wird eine Korrektur an den Märkten auch bei Edelmetallen eingeleitet. Hier sehen wir mal in diesem Chart von Capital.com den Euro-Dollar. Wie gesagt, der Euro ist ja gegenüber dem Dollar im Dollar-Index in diesem Wert mit 54% gewichtet, also absolut das Schwergewicht beim Dollar-Index. Und wir sehen, hier geht es jetzt nach unten für Euro-Dollar. Nachdem wir in diesem Bereich 1,860 nicht so wirklich weiterkommen, jetzt unter die Marke von 1,08 gefallen. Und jetzt kommen wir zur anderen Notenbank. Und diese Grafik hatte ich teilweise heute Morgen schon gezeigt im Videoausblick. Was ist das Dilemma der Fed? Wenn sie jetzt sagt, naja, Jungs, mit den Zinsanhebungen, das meinen wir nicht so ernst, ja, wir könnten die auch bald wieder senken, dann würden die Aktienmärkte hossieren, wir würden die Lockerung der Financial Conditions haben, wir würden einen Dollar-Abverkauf haben, all das würde bedeuten, steigende Rohstoffpreise haben, alles würde bedeuten, dass die Inflation sehr gute Chancen hätte, wieder nach oben zu gehen. Dagegen würde die Fed das tun, was Paul immer wieder sagt, nämlich wir werden an unserem Plan festhalten, bis der Job ist done, dann könnten die Aktienmärkte deutlich fallen, der Dollar würde stärker, das wäre deflationär für die Amerikaner, die Financial Conditions würden sich strafen und die Inflation würde deutlich geringer und vor allem der Arbeitsmarkt würde schwächer und das ist der entscheidende Punkt auch für die Fed, denn sie fürchtet Lohnpreisspiralen am Arbeitsmarkt. Hier sehen wir mal, die Financial Conditions haben sich ja deutlich gelockert, obwohl die Zinsen gestiegen sind jetzt auf 4,5% in den USA. Also, es gibt diese Diskrepanz zwischen den Zinsen und den Märkten. Die Fed sagt aber immer ganz klar, naja, der Transmissionsriemen sozusagen unserer Geldpolitik, das sind doch die Finanzmärkte. Und hier bemerkt ein Twitter-Kommentar, dass eben die Glaubwürdigkeit der Fed eben auch an der Stärke des Dollars hängt. Wenn der Dollar abverkauft wird, wäre das ein Zeichen, dass die Fed sowieso praktisch die ganze Geschichte nicht ernst meint. Und so meint ein absoluter Top-Prognostiker, der die Dinge in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren absolut richtig vorhergesagt hat, der gesagt hat, es wird eine Zinswende kommen, als ihn alle noch verlacht haben. Ein Top-Banker aus dem Anleihesektor von JP Morgan sagte, also Achtung Leute, es besteht die Gefahr, dass die Fed die Zinsen weiter anhebt, selbst wenn die Inflation weiter fällt, das könnte bis zu 6% dann gehen, wenn die Märkte eben weiter ihr eigenes Ding machen wollen. Und das ist eben dieser absolute Konsens an den Märkten, auch bei den von der Bank of America befragten Großinvestoren, ja, niedrigere Inflation und niedrige Leitzinsen, das wird kaum mehr hinterfragt. Wir sehen, dass jetzt sehr viel Geld wieder an die Märkte gekommen ist. Man ist optimistisch wegen China Reopening, man ist optimistisch über den Fed Pivot, der bisher eine Theorie ist. Jetzt sind die Cash Levels nach unten gegangen auf 5,3%. Man ist vor allem in Emerging Markets, aber auch nach Europa gegangen und hat hier praktisch zugelangt, weniger dagegen in den USA, dazu gleich mehr. Und hier sehen wir die gegenteilige Auffassung, nämlich, dass es jetzt schwierig wird für die Aktienmärkte von Mike Wilson, der ja auch sehr, sehr gut gelegen hat. Und er sagt, ja, Bärenmärkte, die sind eben wirklich fies. Sie verwirren Investoren, die immer wieder glauben, so, jetzt haben wir den Boden erreicht, jetzt wird alles gut. Und das gilt ein Stück weit auch für die Anleihenmärkte, wie Alf hier zeigt. Da geht man nämlich davon aus, dass die Inflation bei 2,5% sein wird in 9 bis 12 Monaten. Dass die Fed dann auch deutlich die Zinsen senken wird innerhalb der nächsten 2 Jahre auf Null. Und so weiter und so fort. Also, und das ganz alles soll funktionieren ohne eine Rezession. Das ist so ein bisschen die Grundannahme. Und wenn wir das jetzt mal abgleichen mit dem, was die Fed eigentlich sagt, zum Beispiel Mary Daly, die San Francisco Fed-Chefin, die sagt ja auf die Frage, naja, warum sind die Märkte, sind die Anleihenmärkte, sind die Aktienmärkte so komplett auf einer anderen Seite wie ihr, liebe Fed? Und dann sagt die, ja, die Märkte preisen eben einen perfekten Zustand ein, das
Das können wir uns allerdings nicht leisten. Das wäre ein Luxus, denn wir haben das Problem, dass wir nach wie vor einen starken Arbeitsmarkt haben. Und solange dieser Arbeitsmarkt stark ist, werden wir eine Lohnpreissteigerung haben. Und ohne Anstieg der Arbeitslosigkeit wird eben dieser Lohnpreisanstieg weitergehen und damit die Inflation dauerhaft sein. Das ist genau der Punkt, um den es der Fed geht. Und da liegen die Märkte und die Fed auseinander, weil die Fed sagt, naja, wir sehen null Anzeichen von Schwäche am US-Arbeitsmarkt. Und in der Tat, viele Amerikaner haben ja das gemacht, was man als Great Resignation bezeichnet. Also die sind einfach rausgegangen aus dem Berufsleben, weil sie es sich leisten können oder keinen Bock mehr haben. Etwa 7 Millionen Leute zwischen 25 und 50, die arbeiten könnten, die in Jobs waren, teilweise in gut bezahlten Jobs waren, die sind nicht mehr da, die haben keine Lust mehr, die müssen nicht, vielleicht auch, weil ihre Aktien in den letzten Jahren gut gelaufen sind. Und wie es mit der Fed weitergeht, das werden wir wahrscheinlich jetzt in dieser Woche schon erfahren. Da kommen jetzt sehr, sehr viele Fed-Speaker in dieser Woche. Da werden wir dann wahrscheinlich eine klarere Indikation haben, ob die Fed bei der nächsten Sitzung am 1. Februar dann die Zinsen um 25 Basispunkte oder doch um 50 Basispunkte anheben wird. Der große Bär, den ich vorhin schon erwähnt habe, der allerdings sehr, sehr richtig lag, von JP Morgan, nämlich Mike Wilson, sagt ja, noch ist all das ja eine typische Bärenmarkt-Rallye in den Widerstand hinein. Wir haben keinerlei Grund, unsere skeptische Haltung gegenüber den Aktienmärkten zu verändern. Warum? Weil eine Rezession kommen wird und diese Rezession wird eben letztendlich dann die Margen fressen, die wird die Umsätze niedriger werden lassen, während gleichzeitig die Kosten für die Unternehmen hoch bleiben, eben zum Beispiel wegen dem Lohndruck, der nach wie vor der Fall ist. Also das ist die bärische Variante und in Sachen Rezession scheint die Mehrheit mir recht zu bekommen. Wir haben heute den New York Fed Empire State Index bekommen, fünftschlechtester Wert in der Geschichte. Außerhalb des Corona-Crashs einmal im Mai 2020 war das nur etwa in der Finanzkrise kurzfristig mal ein bisschen schlechter. Alle Subindikatoren, ob Arbeitsmarkt, ob wie es auch immer heißt, Neuaufträge etc., die sind schwer abgestürzt. Und dass das irgendwie ohne Folgen für die Aktienmärkte bleiben soll, laut Logik von Mike Wilson, der ich mich anschließen möchte, halte ich für unwahrscheinlich. Und so kann man dieses Szenario entwerfen, dass wir auf diese Aufwärtstrendlinie beim S&P 500 nochmal zurück müssen. Das wäre bei etwa 3.270 Punkten. Und unten sehen wir, dass vor allem amerikanische Investoren, internationale Großinvestoren, die meistens aus den USA kommen, vor allem aus dem amerikanischen Aktienmarkt Geld abziehen und es eben umgeschichtet haben, auch nach Europa in die Schwellenländer. Und jetzt sehen wir heute die Berichtssaison weitergehen, vor allem eine miese Enttäuschung von Goldman Sachs, die Aktie 7% im Minus. Man hat die Kreditrückstellungen deutlich erweitert, das Ergebnis wirklich enttäuschend. Das ist schon sehr, sehr schwach, sodass manche sagen, also Goldman Sachs wird bald downgegradet zu Silverman Sachs, nicht mehr Gold, sondern nur noch Silver. Dagegen Morgan Stanley heute mit guten Zahlen, die Aktie deutlich im Plus. Aber insgesamt die Berichtssaison bisher, und das haben ja vorwiegend Banken berichtet, eher mau, eher schlecht, muss man sagen. Also zumindest was die Erwartungen betrifft. Und dass wir so stark gestiegen sind, liegt natürlich auch an einem Short Squeeze. Die Most Shorted Stocks sind so stark gestiegen wie seit April 2020 nicht mehr. Und wenn wir abschließend nochmal nach Deutschland kommen, dann vielleicht noch ein Hinweis auf den Mietwohnungsmarkt. Wir sehen ja derzeit, dass praktisch der Neubau komplett zusammenbricht von Immobilien. Das, was angefangen wurde, wird noch fertig gebaut, aber die Kosten steigen für die Projektentwickler immer weiter. Gleichzeitig können letztendlich nur noch ohnehin eigenkapitalstarke Projektentwickler überhaupt bauen, weil sonst die Kredite viel zu teuer werden. Die Banken sagen, hast du nicht viel Eigenkapital, kriegst du von uns nichts. Das Risiko ist zu groß. Dementsprechend wird kaum mehr Neubau passieren. Das wird wiederum Druck auf die Mietpreise geben in Deutschland. Das wiederum wird die Inflation nach oben bringen, denn Mietpreise sind eine erhebliche Komponente innerhalb der Inflation. Und das könnte also noch ein ganz heißes Thema werden, dieser Wohnungsmangel, denn der Bedarf ist ja da, aber es wird jetzt nichts Neues mehr gebaut. Das ist einer der entscheidenden Punkte, der dann der EZB auch nochmal auf die Füße fallen kann. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Hinweise. EZB will nach Februar kleinere Anhebungen der Zinsen machen. Dieser Bloomberg-Bericht, der
heute der absolute Market Mover war. Was da genau mit gemeint ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Dann die Warnung des Top-Prognostikers, dass die Zinsen deutlich stärker ansteigen könnten, als die Märkte erwarten. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung. Wie stark der DAX mit dem Gaspreis korreliert ist, auch das hochinteressant, hat mein Kollege Claudio Kommerfeld mal wirklich sauber analysiert. Also drei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.